Da steht Majoras Maske. So, moin moin, da sind wir wieder. Es geht weiter mit Sellert, Majoras Maske oder so ähnlich. Sellat. Ja, Sellat ist gut. So, dann habe ich auch schon mal Sound da. Das Profil ist da. So, ich habe immer noch ein Matschauge. Das wird auch noch eine Weile bleiben. Gewöhnt euch dran. Ich habe hier auch den tollen Spieleberater, falls wir nicht mehr weiter wissen. Das kriegen wir schon hin. Ach. Ich hab, ja, was ist denn das? Aber dieses Press Start, das rotiert ja immer durch, also. Das, so. Was ist denn hier los? Mir ist das irgendwie viel häufiger runtergegangen, als ich irgendwie den Controller bedient habe. Hoffe, der Controller gibt jetzt nicht auf hier. Oh nein! Das wäre nicht so gut. Ja, gut, ich kann zur Not immer noch den Xbox-Controller nehmen, aber. Ich will es ja eigentlich möglichst stilecht hier mit dem N64-Pad spielen. Ja. Aber hat man gesehen, es hat sich gerade schon wieder nach vorne gedreht. Das ist eigentlich nicht richtig. Oh nein. Du weißt doch, du musst aufpassen. Du darfst während das Spiel startet, darfst du keine Knöpfe drücken. Was passiert Ja. Ja, weil es kalibriert in der Zeit. so. Ich dachte schon, es wäre wie durch Null teilen. So, einfach nur, weil es böse ist. Ich habe übrigens wieder dieses tolle Digimon-T-Shirt an. Digimon! Es ist einfach so toll. Was Ja! man halt sieht, da Gabumon, der ist natürlich der Gut, dass es Wichtigste. nicht irgendjemand geklaut hat oder so. Was? Also, das T-Shirt. Wieso? Ich hab's doch, also ist doch alles. Ich sage ja, gut, dass es nicht irgendjemand Genau. geklaut Wäre hat. ja nicht auszudenken, wenn ich's nicht Irgend so hätte. ein Dieb. Ja. Soll es Irgendwie Leute so. geben, die das Moin, Ta. machen? Hallo. Moin, moin. Oh, kannst du noch Discord in Stream? Ach so, ja, Also sonst kommt muss ich dich sofort. immer zeitverzögert sehen und hören. Ja, nee, Beziehungsweise hören nicht, aber sehen. Das ist auch nur unnötig irrit. Das Sorry, irritiert, ja. irritierend, ja. Das ist auch für mich Um irritierend, wenn. T-Shirt, T-Shirter. Ja genau, T-Shirt, sehr gut erkannt. Shirt, wie ist es? Geschrieben sieht das noch besser aus. Aber Ach eigentlich ja. müsste man das dann mit Doppel-D schreiben. T-Shirter. Shirt. Ja, Also T-Shirter. Wie was? Kein T-Shirt? T-Shirt. So? T-Shirt? Ja, richtig. Oh Gott. Sieht Merkt doch man sich falsch echt, wo die Intelligenz letzten aus. Endes Wo ist geblieben die? ist. Genau. Bei mir ist sie auf jeden Fall nicht. Hast du eigentlich endlich eure Likes zu pushen? Der Sound, der fehlt noch. Habe ich den? Ich glaube, ich habe den immer noch nicht. Ja, Und schade. ich Den könnte man glaube, jetzt gut bringen. ich glaube, das wäre der Erste, der abgewählt werden würde. Nein, der ist super. Ich hab aber tolle neue Features, aber da müsstet ihr erstmal so ein bisschen die Liste durchchecken. Ich weiß nämlich selber nicht so ganz, wie das funktioniert. Ich habe ein paar neue, tolle Features eingebaut, dass man das Spiel noch ein bisschen interessanter machen kann. Oh Und ja, die schlimmen Sachen sind limitiert auf einmal pro Stream. Ich bin ja nicht schade doof. eigentlich. Wo findet man das Ist Sumo? die klare Das kann ich dir Schuld nicht der sagen, das musst du LKW-Fahrer. selbst rauskriegen. Ich weiß es nämlich auch nicht. Das weiß ich halt nicht. Aber du kannst es dir mal angucken. Wie heißt das Zeug? Weiß ich nicht, wie das heißt. Ja, wie gesagt, das musst du selbst rauskriegen. Jedenfalls, da kann man jetzt endlich die Sumsis einsetzen. Man kann das für kleine Freundlichkeiten einsetzen, man kann es aber auch für kleine Gemeinheiten einsetzen. Wenn du uns so sich sagst wie, dann können wir es auch nicht für Freundlichkeiten einsetzen. Das müsst ihr selbst rauskriegen, wie das funktioniert. Also irgendwie muss man die Kanalpunkte einsetzen können, aber wie das genau funktioniert, das weiß ich echt nicht. Also bei
Ah, moin Prinz Heiterbu. Bei Happy habe ich das schon mal gemacht. Da stand irgendwie unten so von. Da war, glaube ich, irgendwie so ein Button drunter. Dann konnte man sagen, was man machen möchte. Oh, Andi, du fängst jetzt schon mit so einem Mist an. Nein. Och. Ich wollte mal 10.000 Punkte ausgeben. Ja, vielen Dank auch. Wie soll ich denn das machen jetzt? Och. Na. Oh. Oh Gott, das... Nein! So, die Kamera kann man gar nicht... Oh, nicht. Ey, dieser scheiß Controller, den kann man gar nicht falsch rumgreifen. Na, warte mal, wie viele Minuten sind das? Habe ich... Nein. Ich muss hier mal... Es steht nirgendwo was drin. Wie viele... Es läuft keine Zeit oder ähnliches. Nein, aber ich meine, ich habe ja was angegeben. Ach so. Oh Gott, ey, das ist aber gerade richtig... Nein, warte, falsch rum. So. Ja, genau. Das ist jetzt... Okay, das ist gut, ja. Also ich muss das nochmal demnächst machen, dass man auch die Kamera, dass ich die Kamera noch umstelle, dass ihr meine Hand sehen könnt, aber ich habe gerade den Controller so in der Hand. Oh, danke. Jetzt darf ich nicht mal mehr fluchen. Aber es ist schön, dass ihr das gut findet. Ich schaff's. Warte. Nee, da. Man muss nach oben drücken. Ja. Der grüne ist es, ne? Ja. Oh, gut, dass jetzt das Lock-on dran ist, ne? Ich wollte es eigentlich jedes Mal ändern, aber jetzt freue ich mich drüber. War? Nein. Ach, zurück. Komm her. Ja. Ups. Ganz toll. Ja, du bist ja drauf. Alle sehr gespannt. Dieses Internet, Freunde, dieses Internet.
Okay, Tag gibt die Erlaubnis. Dann darf ich wieder. Ja, hab ich schon wieder. Ich spiele auch so scheiße. Nee, ich hab mir für. Ich hab auf dem Stream Deck hab ich verschiedene Timer. Ich mach dann da demnächst noch ein paar mehr für. Aber da hab ich mir 5 Minuten draufgelegt. Aber stimmt, das Schweigen war, glaube ich, nur 3 Minuten. Was ist bitte Raid-Anführer? Das heißt, wenn wir dann fertig sind mit dem Stream, dann, müssen hier, glaube ich, eine Kiste hinbringen, kann das sein? Ah, nee, das geht auch nicht. Wenn der Stream zu Ende ist, dann raiden wir halt zu jemandem rüber, ganz toll. Wenn ihr das möchtet. Genau, und das war jetzt quasi der Timer, der jetzt abgelaufen ist, der gesagt hat, okay, das war's jetzt. Aber es ist doch ganz witzig. Ich habe eigentlich noch einen Teil, das heißt Weitsicht. Das habe ich jetzt aber deaktiviert gerade. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt noch seht. Ich verstehe das nicht. Da ist dann der Deal. Okay, gut. Also der Deal ist dann nämlich, das Bild bleibt auf dem Monitor, aber ich setze mich da hinten aufs Sofa. Das heißt, ich muss von da hinten aus spielen. Aber das geht natürlich nicht mit dem Kabelcontroller. Aber wenn wir was mit dem Funkcontroller spielen, also mit dem Xbox-Controller oder mit der Switch, dann machen wir das auch. Ist auf jeden Fall auch ganz witzig. Und eine Sache habe ich noch im Plan. Ah, ich befürchte, der ist nicht schwer genug. Sobald du die Statue hast, ist er schwer genug. Ja? Ja. Die Statue ist, soweit ich weiß, schwerer als der Deku selbst. Bin mir da nicht so sicher, aber. Ich könnte natürlich jetzt auch mal eine Aktion im Spiel verbieten. Ich habe leider keinen 3-Minuten-Timer, da muss ich manuell dann noch ein bisschen drauf gucken. Sind das 3 oder 5 Minuten? Ich glaube, ich muss das runden, alles auf 5 Minuten oder so. Also, by the way, es steht da keine Zeit dran. Ach so! Okay. Ja, aber wir sind alle sehr gespannt. Ah. Ich glaube, die Schalter haben unterschiedliches Gewicht. Ah, okay. Die sind, glaube ich, auch unterschiedlich groß. Ja. Jetzt müssen wir nur rauskriegen, welcher von den Schaltern auch von einem Deku gedrückt werden kann. Der hier sieht relativ klein aus. Der Deku ist halt sehr, sehr leicht. Der kann halt. Ich glaube, man musste wirklich eine Kiste nehmen. Gehen wir nochmal zurück hier. Da standen ja Kisten da hinten. Und ich glaube, dass du dir eine davon nehmen musst. Aber echt auf den Kopf spielen ist echt schwer. Ja, genau, so meinte ich das. Ja, das Schlimme, das kann ich halt nicht so oft machen. Ja, das geht nur einmal pro Stream. Das ist erstmal ziemlich teuer und man kann es nur einmal pro Stream. Ach, Sumo, teuer ist relativ. Ja, ich weiß, da gibt es halt so Leute, die haben ihre hunderte, tausend Punkte da.
Ach was, ich hatte doch nur 178.000, also bitte. Ja, da wirst du wahrscheinlich erst jeden Stream machen. Also war das zumindest so fair, dass du einen Punkt genommen hast, wo es noch um nichts geht. Wenn du das bei irgendeinem Bosskampf machst, dann werde ich auf jeden Fall drauf gehen. Das weiß ich jetzt schon. So, by the way, das hättest du mir eben gerade nicht sagen dürfen. Ich spiele ja mit offenen Karten. Wo sind deine Karten? Ich sehe sie nicht. Wo sind deine Karten? Ich sehe sie nicht. Aber das mit Kamera auf Controller-Sicht oder so, das kommt demnächst auch noch. Also ich arbeite dran, dass man das auch sieht. Wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das. Ne? Also ich möchte das dann auch, wenn ich mich schon zum Blöde anstelle, dann möchte ich wenigstens, ja, ist ja gut, meine Güte. wenn ich mich schon so doof anstelle, dann sollen wenigstens auch Leute, die quasi in den Stream reinschauen, wissen, warum der Typ so schlecht spielt. Dass es nicht daran liegt, dass er einfach nur doof ist. Ach so. Ne, sondern, dass der gerade... Sumo, wir denken nicht dann, dass du doof bist. Haltung, sitze ich mal ohne Rückenlehne. Das ist besser. Gucken, wie lange ich das durchhalte. Wahrscheinlich eh nicht lange. Autsch. Ach, was ist denn das? Töten, alle töten, was? Man sieht auch schon so ein bisschen, dass irgendwie die Räume halt andersrum konzipiert sind. Ah, morgen eventuell gibt's das Witcher 3 Let's Play. Sehr nice. Ja, Witcher 3 wollte ich eigentlich auch irgendwann mal spielen, da bin ich nie zugekommen. Aber morgen muss ich auch ein bisschen basteln, ein bisschen programmieren. Das könnte sogar sehr gut sein, dass ich da mal reinschaue. Vielleicht auch ein bisschen länger. Aha. Guck mal, eine Fee. Ach verdammt, die gibt's ja auch noch. Hab ich total vergessen. Ja, ich bin sehr gespannt, wie weit wir heute kommen. Aber gut, es ist auch der letzte, da darf man ruhig ein bisschen länger brauchen. Ja, aber irgendwie merkt man, dass hier irgendwie nicht so richtig... Das Spiegelschild klang ein bisschen holzig gerade. Das muss so. Sounds. Ich weiß nicht, ich finde auch so, die haben einfach was Besonderes, ne? Tu mir nix. Du auch nicht. Wurde neulich von, ach die Karte,
Wurde neulich von YouTube ein Video vorgeschlagen. Das war der Ocarina of Time Soundtrack in Prog Rock. Das kam gut eigentlich. Ah, super freundlich, moin! Er hat den 24-Stunden-Rekord vom Endgame-Trailer gebucht. Was für ein 24-Stunden-Rekord? Da musst du mich, glaube ich, nochmal abholen. Spider-Man No Way Home. Ist das jetzt nochmal ein neuer? Ach ja, die sind ja mit dieser ganzen Reihe noch nicht durch, ne? Da kommen jetzt ja noch ein paar. Oder Andi, wie war denn das nochmal? Was ist los? Diese ganze Marvel-Geschichte da geht's ja noch ein bisschen weiter, ne? Ja, da kam ja noch. Definitiv. Schlüssel habe ich auch nicht bekommen. Wie komme ich denn hier jetzt wieder raus? Ach so, von den Klicks. Okay, alles klar. Jetzt habe ich es ein bisschen eher verstanden. Aber jetzt die Karte bekommen. Da oben geht's keinesfalls raus. Da oben kommt das Licht her. Da oben waren wir auch schon. Also ehrlich gesagt, der einzige neue Trailer, der mich gehypt hat, war der neue Trailer von Metroid Dread. Also, das kann ich auch schon mal ankündigen. Das wird definitiv Let's Play. Und zwar dann, wenn es richtig neu ist. Da kann ich die Finger nicht von lassen. Okay, ist ein bisschen doof, dass ich hier keinen Schlüssel habe. Und da komme ich jetzt nicht rein. Gibt es nicht irgendwie eine Möglichkeit, irgendwie wieder an den Anfang des Tempels zurückzukommen? Vielleicht geht das. Ja, geht. Habe ich mich irgendwie in eine Sackgasse gespielt? Wie auch immer das passiert ist. Oh, Ghostbusters 3. Ich habe auch Space Jam 2 gesehen, der Film war echt klasse. Der wurde von allen in der Luft zerrissen. Ich wundere mich ein bisschen, dass es noch Leute gibt, die sagen, dass der gut ist. Also von den Kritikern wurde der richtig in der Luft zerrissen. Und ich fand das auch interessant im Vorfeld, wo sie schon gezeigt haben, dass damit Lola Bunny nicht als Sexsymbol, sondern als ernsthafter Charakter wahrgenommen wird, haben sie halt entweiblicht. Das fand ich auch, es war ein toller Move, also. Ich weiß halt nicht wirklich, wie der Film ist. Also ich kann da nicht mitreden. Ich habe den noch nicht gesehen. Bei Filmen bin ich sowieso, da brauche ich sowieso mal ziemlich lange. Gerade die neu sind. Ich habe einfach während der Corona-Zeit nicht so richtig viel Bock auf Kino und so. Ach, das ist auch nur eine Fee. Jetzt ist hier unten noch was. Wurde eine Amazonas? Wie habe ich das denn zu verstehen jetzt? Da kommt. Also wir wissen ja eigentlich, hier muss es eigentlich die Lichtpfeile geben. Ähm.
wir uns auf der Karte nochmal um hier. Okay, das war das kleine Labyrinth, wo wir links waren. Und rechts ist der Raum, da kommen wir im Prinzip gar nicht weiter. Nach vorne kommen wir auch nicht rein, weil da zu ist. Und im unteren Stockwerk haben wir die Karte bekommen. Ist so die Frage, man konnte ja den Tempel drehen, aber wahrscheinlich musste man dafür auch die Lichtpfeile haben, ne? Ach, was war das? Ach ja, genau, da dürfen wir uns mal strecken, das ist gut. Ah, mein Nacken freut sich auch. Ja, und denkt an ergonomische Stühle, ganz wichtig. Auch wenn sie so aussehen wie Alien-Stühle. Ja. Lass erstmal klicken. Frauengold. Oh, echt Frauengold, was das aus heutiger Zeit, das ist wirklich ganz schlecht gealtert, diese Spots, das ist echt. Also irgendwie die Augen hier sind ja auch irgendwie so am Brennen. Ich glaube, davor war irgendwie der Schalter. So, der wird abgedeckt von den Dingern da. Ja, so, das ist halt echt so, wenn man viel Zeit in dem Stuhl verbringt, dann muss man auch, der hat auch eine ganz biegbare Lehne. Der Vorführeffekt wäre jetzt natürlich gewesen, wenn genau in dem Moment die Lehne plötzlich abbricht oder so, aber... Ich habe gewisses Vertrauen zu dem Stuhl, der war auch teuer genug. Nee, ich glaube, ehrlich gesagt, dass wir... Also ich glaube, da draußen ist irgendwie... Vorm Eingang ist noch so eine Sonne, wo man draufschießen kann, um den Tempel zu drehen, aber... Mal passiert. Ja gut, man muss aber auch sagen, bei dem Gewicht kann das natürlich durchaus mal passieren, ne? Ich check mal ganz kurz. Ich will nicht, dass wir hier stundenlang im Kreis laufen, ohne dass es was bringt. So. So gut. Da ist die Karte. Oh. Nee. Okay, also, das war grundsätzlich richtig hier. Also mir war eigentlich auch so, als hätte es hier einen gewissen Flow gegeben. Also man muss nicht ständig den Tempel drehen. Also man kann es öfter machen und wenn man die Feen alle haben will, muss man es auch, glaube ich, mehrmals. Aber ich glaube, wenn du richtig gut bist und weißt, was dich erwartet, kommst du hier, glaube ich, durch den Tempel, ohne oft zu drehen. Da hinten. So, dann brauchen wir hier einmal den großen. Aber es ist schon komisch mit diesen Gaming-Racing-Stühlen da.
Ich habe auch lange Zeit einen gehabt, aber irgendwie nimmt man deutlich schlechtere Qualität in Kauf. Also auch die DX Racer, die waren am Anfang relativ gut. Aber wenn du so einen Racing-Stuhl haben möchtest, das Game ist irgendwie seltsam. Was das? Ach so, das Game. Ich weiß nicht, was du hast. Das ist halt das typische Zelda-Gameplay, ne? Ach so, ja, Ocarina of Time. Ja, ich gehöre zu den wenigen Leuten, für die ist das nicht das Highlight der ganzen Saga. Also ich meine, es war auf jeden Fall gut. Das will ich nicht schlecht reden, das Spiel. Es hat mir auch viel Spaß gemacht und viel schöne Spielstunden beschert. Aber mir gefällt das Setting von Majora's Mask ein bisschen besser. So, genau. Das Problem ist nämlich, wir haben hier nämlich diese Dinger hier nicht verkloppt. Ah, hier, die da. Ach, Moment, da ist ja ein Herz. Nehmen wir natürlich mit. Ja, Twilight Princess ist für mich mein Highlight der ganzen Spielereihe. Ich mag halt irgendwie diese düsteren Spiele. Wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das. Genau, so ist das. So, jetzt haben wir den... Genau, und wenn alle kaputt sind, dann gibt es nämlich den Schlüssel. Deswegen meine ich auch, man muss da doch irgendwie weiterkommen. Es kann doch nicht sein, dass man jetzt schon drehen muss, weil ich glaube, man braucht wirklich die Lichtpfeile dafür. Ja, das stimmt. Das finde ich auch, das wäre eigentlich cool gewesen. Aber andererseits... Ja, irgendwie bei Ocarina of Time ist es halt... Ja, es ist halt das Ding des Spiels gewesen, dass man groß werden konnte. Und wenn das irgendwie jetzt in jedem Spiel so ist, dann ist es ja nichts Besonderes mehr. Ne? Ja, der sieht ja nett aus da hinten. Ja. Den eigentlich auch killen durch die Decke? Ach, schade. Wäre eine richtig schöne Feigentaktik gewesen. Ich nutze sowas aus. Achso, ich glaube, hier wird man ein bisschen Schwung brauchen. Nein, daneben. Ja, genau. Gut gezielt. Ach. Ach. Darf ich wenigstens nach oben rauswerfen, bitte? Ah ja, das ist ja nett. Zum Glück ist dieses Gitter sehr stabil. So. Aber ich finde einfach, jedes Spiel braucht halt so ein, ja, sowas eigenes. Dass man bei Ocarina of Time konnte man halt groß werden, das geht halt hier nicht, aber dafür hat man ganz viele Masken. Das ist eigentlich auch ganz gut, finde ich. Was macht denn der Schalter da eigentlich?
Ja, ich komme leider nicht an diesen großen Sonnenkisten da vorbei. Ja, Mario Kart 64 mochte ich auch ganz gerne. Und ich bin nicht so ein Riesenfan der Reihe. Ich habe ja keine Million mal Rayman 3 durchgespielt. Jetzt nimmst du das mal. Ja, Rayman 3. Das habe ich, glaube ich, nicht. Aber das kann man sich ja beschaffen. Das ist ja. Ja, mittlerweile eigentlich. Ja, welche Konsole ist denn das? Also Rayman fand ich eigentlich auch immer ganz gut. Ich habe auf jeden Fall ein Rayman. Das ist Rayman 64, da gab es glaube ich auch was. Das hatte ich auch mal gespielt. Und ich habe auch für die Switch habe ich diese. Achso, auch für den PC, ja, das ist doch auch gut. Da müsste man ja eigentlich eine gute Chance haben, das zu beschaffen. Hauptsache, man kriegt es irgendwie zum Laufen unter den modernen PCs. Oh, dass Kevin nicht da ist. So funktioniert das nicht. So funktionieren keine Spiegel. Ist klar, ich lade den Spiegel auf und dann leuchtet er eine Weile. Hm. Mann. Ja, ich habe mir, glaube ich, wie heißt das? Rayman Legends, glaube ich, für die Switch geholt. Das fand ich auch ziemlich gut. Wobei ich auch, also ich fand, das hatte auch super faire Rücksetzpunkte, aber es war teilweise echt knackig. Ich habe es auch nicht durchgespielt bisher. Ja, das war irgendwie fast klar, dass wir jetzt den Kompass kriegen. Aber dann wissen wir wenigstens jetzt, wo wir Kisten haben. Die wahrscheinlich jetzt irgendwie unter der Decke hängen oder so. Den Schlüssel hätten wir noch, um da vorne nachzugucken, aber ich glaube, wir schauen jetzt erstmal ins Wasser. Ja, was ich bei Rayman Legends ganz gut fand, dass man so viele Charaktere hatte. Also das mag ich eigentlich ganz gerne, wenn man halt in den Spielen auch so ein bisschen. Ach nee, da kommen wir her, ne? Wenn man da so ein bisschen mehr. Ein bisschen mehr Freiheiten hat. Also mehrere Charaktere und. Ja gut, die sind ja vom Moveset nicht mal unterschiedlich. Das waren ja im Prinzip auch einfach nur. Die konnten alle das gleiche. Also mehr oder weniger. Und die haben sich auch alle irgendwie ziemlich gleich bewegt. Also. Da kann ich. Das fand ich damals auch ein bisschen irritierend. Was ist damals? Als ich es halt gespielt habe. Da fand ich das ein bisschen komisch, dass irgendwie. Dass die Charaktere im Prinzip immer alle das gleiche können, aber dabei anders aussehen, so. Okay, das heißt, wir haben wir haben diese Kiste schon mal ausgelöst. Wir müssen sie nur noch einsammeln und dafür müssen wir den Dungeon drehen. Ja, dann können wir eigentlich mal durch diese Schlüsseltür laufen. Okay, da oben ist noch ein Schalter, den habe ich eben noch gar nicht gesehen. Sah aus wie ein vereistes Auge. Ja, es war ein vereistes Auge. Okay, noch eine Kiste für unter der Decke. Okay, ich kriege ganz viele Herzen, das heißt, ich muss gleich um mein Leben kämpfen. Oder auch nicht. Aha. So.
Ach, verstehe. Okay. Wir müssen jetzt einfach mal ein paar Sonnen anleuchten hier. Und die Dinger hier müssen wir wegkloppen. Sonnen, die wahrscheinlich alle Nieten sind. Vorsicht. Ach schon, noch eine Kiste. Von dieser gar nicht creepy guckenden Sonne. So. Weiter. Ist gar nicht so einfach. Vorsichtig. Okay. Ach, eine Fee. Na gut. Die wollen wir eh noch sammeln. Ich hoffe nur, dass wir das auch zeitlich schaffen und nicht, dass es am Ende irgendwie zu knapp wird. Dass dann... Also ob wir es heute schaffen, ist nochmal eine Sache, aber ich möchte eigentlich ungern den Tempel nochmal machen müssen. Nur weil ich irgendwie zu lange gebraucht habe. Du bist ja drauf. Wieso? Was meinst du? So, was haben wir hier? Noch eine Kiste. Ach ja, diese tollen Gegner, die einfach aussehen wie zusammengerollte Goronen mit extra Augen. Es ist auch toll, ich drehe die Kamera zurück und in dem Moment, in dem ich laufe, korrigiert sich die Kamera einfach so hin, dass es wieder nicht so gut ist. Können die nicht einfach mal kaputt bleiben? Das nervt schon so ein bisschen. Und hier müssen wir wahrscheinlich über die zwei Ecken gehen. Dann das Ding da anleuchten. Boah. Dazu auch noch Gegner, das macht Freude. Spielt das irgendwie eine Rolle, wie lange man da reinleuchtet? Was jetzt aber mal ein bisschen länger machen? Dann vielleicht mehr Zeit haben da an der Stelle. Aber jetzt so lange, bis das Ding ausgeht. Ah ja, die N64-Steuerung war zum Teil sehr gewöhnungsbedürftig. Ja, es war echt so. Aber es... man muss... wie das aussieht! Als ob der so... so... die Arme... also die Arme um die Beine... wickelt so. Oh Mann. Moin Kevin. Wir haben ja dieses Mal gar nicht unsere typischen 200 Rubine eingesteckt.
Na gut, wir haben jetzt ja auch eine tolle Geldfarm-Möglichkeit gefunden. So, was haben wir denn hier? Absolut gescheitert. Ich glaube, es gibt Situationen im Leben, die muss man einfach aushalten. Verstehe das nicht. Hey!
Ganz toll. Ah, jetzt habe ich wieder. Achso, und ist alles gut. Du kannst das Sample so oft benutzen, wie du möchtest. Wenn du keine Punkte mehr hast, dann hast du keine Punkte mehr. Alles gut. Außerdem, ich kann da Limits einstellen. Ich kann auch sagen, irgendwann ist einfach... Ich kann halt auch einstellen, die darf man pro Stream nur einmal benutzen oder zweimal oder was auch immer, wie oft. Aber ich hab mir schon gedacht, das ist ja wurscht. Also es ist schon sehr freundlich von euch, dass ihr mich so oft dazu bringt, mich ein bisschen zu bewegen. Ich weiß nicht, ob man das gehört hat. Ach, den Spaß mache ich mit. Also, haltet euch nicht zurück, dafür sind die Dinger da. Ja. Ein großes, bunt leuchtendes Auge. Ob man da wohl reinschießen muss? Wenn es komisch ganz besonders bunt leuchtet, wie jetzt. Und ja, das war Mimons Stimme da in dem Sample. Das von Batman gibt, da gibt es auch noch ein längeres. Ach, hier sind wir jetzt. Okay. Ja, genau, das ist das, was ich meinte. Weil theoretisch macht man nämlich eigentlich so einen kleinen Rundkurs und dann dreht man einmal den Tempel und... Ah, die Dead Zone ist nicht richtig eingestellt. Das habe ich gerade gemerkt, dass ich diagonal nicht rennen konnte. Da ist was falsch eingestellt. Das jetzt reicht, das ist so eine Anspielung auf Mimon. Der hat einige Videos gemacht, wo er sich vor die Kamera setzt und einfach wild rumzetert. Wir haben immer gesagt so, ey, lass doch den Mist sein. Ja, der ist aber auch wirklich auf jede Masche reingefallen. Und ich denke mir so, dass er so überhaupt nicht gemerkt hat, wenn es die Leute nicht ernst mit ihm meinen. Das fand ich schon irgendwie ein bisschen komisch. Also man kann sich was... Da gab's so einen tollen Spruch, trick me once, shame on you, glaube ich. Genau, shame on you, trick me twice, shame on me. So, irgendwie so war das. Und, also in dem Sinne, wenn du mich halt verarscht, dann ist es doof von dir, aber wenn du mich nochmal verarschen kannst, dann bin ich irgendwo selber schuld. Und das hat Mimon immer wieder gemacht. Er hat sich immer wieder von allen Leuten reinlegen lassen. Ja, und das war sowieso die schlimmste Aktion überhaupt, finde ich. Wir wollen das nicht so thematisieren heute. Vor allem, wo wir ja nicht mal wissen, was aus ihm geworden ist. Achso, und hier von Monster. Ich mag die Monster eigentlich fast alle. Aber hier Mango Loco finde ich sehr gut. Und der Standard-Monster, den finde ich eigentlich auch super. Es gibt so ein paar Sorten, die fand ich gar nicht gut, aber die meisten gehen voll klar. Ist halt mega süß, da muss man auch ein bisschen Bock drauf haben. So. Hm.
Jetzt tun wir mal so, als ob die Physik nicht existieren würde. Jetzt kommt das Unlogischste von allen. Der Klaps unter Drogen genießt das Leben. Ja, eigentlich kann man es ihm nur wünschen, eigentlich, dass er jetzt einfach nicht mehr die Probleme hat, die er früher halt hatte. Dass er normal tickt, das kann mir auch niemand erzählen. Also, der hatte auch seine Probleme. Und das war nicht nur dieses mit den Videos machen. Und ich denke mir grundsätzlich, das hat Tar auch schon mal gesagt, grundsätzlich hat ja jeder das Recht dazu, YouTube-Videos zu machen, wenn er das möchte. Das denke ich mir auch immer noch. Also, auch wenn die Videos ziemlich schlecht sind. Ich meine, ich darf's ja auch. Ha. Ja, aber ich denke mir halt so, warum sollten manche Leute von YouTube ausgeschlossen werden? Das Einzige ist halt, womit man leben muss, ist halt, wenn man YouTube-Videos macht, dass es Leute gibt, die das nicht gut finden. Und einem vielleicht dumme Kommentare da lassen. Und sowas halt, ne? Da muss man halt drüber stehen an der Stelle. Ach, guck mal, da vorne ist auch noch eine Sonne, die könnten wir theoretisch auch mal aktivieren. Ich habe gehört, das hat der Tar gesagt. Das Thema hatten wir schon öfter. Und da ging es darum, jeder hat das Recht, das Internet zu benutzen in vollem Umfang. Und da stimme ich voll zu. Ist so. Nur das Problem ist halt, wenn jemand nicht damit umgehen kann, dann wird es sehr kompliziert. Aber nur weil jemand nicht richtig mit dem Internet umgehen kann, gibt es einem ja auch nicht das Recht, ihn dann irgendwie, in Anführungszeichen zu haten. Also vor allem, wenn er im Prinzip jemand ist, der nicht wirklich, nicht wirklich so böse ist. Also grundsätzlich, wenn man Mimon nett kommt, dann kommt er einem ja auch nett. Also von daher finde ich, ja, ich würde da keinen Grund sehen, ihn irgendwie zu haten. Beim Drachenlord ist das was anderes. Wobei, ich habe ja auch schon gesagt, da geht's halt auch zu weit, ne, aber... Ja. Deine Videos mal gesehen, ich weiß nicht mehr, ob es so war, aber ich glaube, du hattest kein Intro, also keine Ahnung, solltest vielleicht mal jemand professionelles bezeichnen, der ein cooles Intro macht oder so. Boah, da hätte ich richtig Bock drauf, ja. Also grundsätzlich bin ich auch echt bereit, da auch mal ein bisschen in die Tasche zu greifen, aber ich habe ehrlich gesagt nicht viele, die ich da fragen kann. Gut, also Sortes könnte man halt fragen, der kann sowas auch. Aber ich muss aber auch sagen, mein Augenmerk liegt bei dem Kanal auch eindeutig auf Streams. Was sind das für Geräusche? Was sind das für Gegner hier? Ach, da hinten? Ah ja, okay. Also das, was ich damit sagen will, ist halt... Die Let's Plays, die ich hier habe, sind in erster Linie, die auf dem Kanal sind in erster Linie Aufzeichnungen und nicht richtige Let's Plays. Sonst würde ich da auch ein bisschen mehr drauf achten. So. Aber dein YouTube-Kanal wird doch bald gelöscht. Wird er das? Warum denn diesmal? Ich weiß nicht, wie oft mein YouTube-Kanal schon bald gelöscht wurde, also... kannst du mir kurz auf die Sprünge helfen? Warum wird mein YouTube-Kanal jetzt gelöscht? Oh, ist auch noch so eine Sonne. Feuern wir gleich auch nochmal ab hier. Ja, ich hatte es ja auch schon mal gesagt, also der YouTube-Kanal ist in erster Linie halt sozusagen als Backup-Kanal gedacht. Autsch. Hast du nicht schon zwei Strikes? Wie kommst du denn auf sowas?
Nee, aber jetzt mal ernst, wie kommst du denn darauf, dass ich Strikes habe? Hab ich mal sowas gesagt? Nee. So, wenn ich sowas gesagt haben sollte, dann hast du mich missverstanden. Nee, also Strikes habe ich nicht. Obwohl es könnte sein, dass ein Video wurde mir gelöscht neulich. Das ist passiert, aber Community Strikes habe ich glaube ich keine. Es könnte höchstens sein, dass dieses eine Video, was sie mir da runtergenommen haben, dass das quasi als Strike zählt. Müsste ich aber nachgucken. Aber das Problem an der Stelle war eigentlich in erster Linie, dass wir haben uns YouTube-Videos angeguckt. YouTube-Videos wohlgemerkt. Und am Ende wurde das Video als jugendgefährdende Inhalte eingestuft. Das war das Ding. Aber ich muss auch sagen, ich meine, es ist natürlich schade um die Abonnenten halt, ne? Aber ich muss sagen, an dem YouTube-Kanal hänge ich nicht so sehr wie an dem Twitch. Für mich war das Streamen immer schon wichtiger. Also wenn ich nur Let's Plays machen wollen würde, ohne Live-Zuschauer sozusagen, dann könnte ich das ja auch machen. Dann könnte ich schön meine 20-Minuten-Parts machen. Da könnte ich viel mehr die Woche produzieren, weil ich meine, jeder hat irgendwann am Abend mal 20 Minuten Zeit. Da kannst du fast jeden Tag irgendwas machen. Und am Wochenende nimmst du gleich 4-5 Parts auf und dann kannst du schön vorproduzieren und gut ist. Aber darum geht's mir ja gar nicht. Ich finde das halt irgendwie viel schöner, wenn man halt so Live-Feedback bekommt, ne? Und hat Leute zu quatschen. Doch ganz, ganz nett so die Runde. Ich glaube, so ganz alleine da sitzen, das wäre mir, glaube ich, auch ein bisschen zu öde dann. Ach, guck mal, da ist der Schlüssel, den wir da oben auch einsetzen können. Da vorne geht es aber auch in einen anderen Raum. Jetzt so die Frage, wo gehen wir weiter? Machen wir in diesem Raum weiter oder gehen wir... Was war denn jetzt gerade? Wir sind in diesem Raum. Okay, dann wird der Schlüssel bestimmt dann nach rechts rausgehen. Ja, dann nehmen wir den Schlüssel jetzt. Rechts ist die Richtung, ne? Ist das dann da oben rechts? Nee. Diese Tür ist da oben, ne? Da, links. Da geht's in den Hauptraum. Na gut, da wird es bestimmt einen Grund für geben, dann ziehen wir da hin. Und ja, das war so klar. Es ist so doof zu lenken in der Luft. Ja, wenigstens haben wir genug HP, um das wegzustecken. Los, trau dich. Klassiker. Was haben wir denn hier? Da fällt Zeug runter. Ach so, weil da... Hoppla. Ach, das heißt, den Raum können wir einzeln drehen oder können wir daran den ganzen Tempel drehen? Nee, ich glaube, den müssen wir sogar einzeln drehen. Weil wir da gar nicht rüberkommen. Wir können ja nicht mehr abspringen. Okay, dann müssen wir da mal... Ach so, wo ich gerade das Icon sehe, wir haben gesponsert von Ryu, wir haben hier Emojis bekommen. Müsstet ihr mal gucken, unten im Chat müsste man das theoretisch auswählen können. Wir haben eigene Emojis für diesen Kanal jetzt. Und sogar Telegram-Sticker. Okay, das Ding ist halt, eigentlich gab es zuerst diese Sticker. Die waren aber eigentlich gedacht für Twitch, aber dadurch, dass die zu detailreich sind, habe ich mir gedacht, ich mache da jetzt eher so ein Telegram-Sticker-Pack draus und dann machen wir nur die Köpfe für Twitch.
Aber ich glaube, man muss ein Sub sein. Aber gesubbt muss man mindestens für einen Monat haben, damit man die ersten bekommt. Irgendwie so ist das. Ich glaube, beim ersten Mal kriegt man, also Belohnungsstufe 1 ist, glaube ich, sind, glaube ich, 2. Und wenn man öfter, wenn man es öfter gemacht hat, dann, ja genau, ein Abo ist notwendig, ja. Ja, irgendwie muss es ja Belohnungen geben, wenn man das macht. Also, wenn ich ganz selbst hier sagen, ja gut, ihr könnt gerne die Subs rausschmeißen, aber ihr habt davon nichts. Aber theoretisch sollte es egal sein, ob das ein Twitch-Sub ist oder ein richtiges. Tisch, diese Kabel bleiben immer daran hängen. Und damit einem das Mana nicht ausgeht, gibt es diese Gegner, die nachspawnen und einem immer schön Mana und Pfeile schenken. Damit man hier schön auch den Raum drehen kann. Ja, das ist gut gemacht hier an der Stelle. So, wir müssen erstmal, jetzt müssen wir mal gucken, wie wir das denn machen. Okay, hier gibt es so einen Mittelstreifen. Dem können wir den Kasten darüber bewegen. Das heißt, wir müssen den jetzt erstmal da hinkriegen. Dass wir den da auf diesen Puppel rüberkriegen. So. Check. Okay, alles klar, der Boden ist da. So. Ich muss sagen, solche Rätsel gefallen mir richtig gut. Aber das waren immer schon die Sachen, die ich bei den Zelda-Spielen immer schon total cool fand. Dieses Boxen schieben und Schalter drücken und so. Das macht es für mich auch so ein bisschen aus, dieses Zelda-Feeling. Oh, God of War, das ist auch noch so eine Spielerei, die ist mir ja komplett verloren gegangen, weil ich ja nicht immer, also ich ja nicht auf der PlayStation Schiene gefahren bin. Okay. Und da muss ich sagen, da habe ich immer die PlayStation Spieler ein bisschen drum beneidet, weil das sieht immer richtig cool aus, wenn er da irgendwie an irgendwelchen Riesen hochklettert und dann irgendwelche Götter platt macht. Das war auf jeden Fall ziemlich cool. Das sind auch Dinge, ich glaube, die kann man gut let's playen, weil es auch für Zuschauer gut ist. Also, es ist einfach stylisch so anzugucken, wie er da irgendwelche Riesenviecher platt macht. Das ist dann auch unterhaltsam. Ich habe ja schon davon abgesehen jetzt, eigentlich hatte ich ja ursprünglich vor, Hyrule Warriors 1 noch zu let's playen, aber das werde ich nicht mehr machen. Das liegt vor allem daran, dass ich gemerkt habe, dass für Hyrule Warriors 2 die Respawns irgendwann so verschwindend gering war und die letzten Parts, das hat dann auch kaum noch jemand gesehen und ich habe mir gedacht, okay, also wenn das keiner sehen will, dann brauche ich es auch nicht machen. So, okay, genau, wir sind von der anderen Seite gekommen, das heißt wir... Ach stimmt, das ist ja sogar auf beiden Seiten, damit man überall gut rankommt. Das Einzige, was mir an God of War stört, ist die Brutalität, also das ist gut und so. Ja, aber das gehört doch irgendwie dazu, oder etwa nicht? Oh nein! Ach, jetzt fallen auch noch diese Feuerdinger da von der Decke. Ja, es ist ja spitzenmäßig. Ja, klar, und ich renne direkt rein. Mich erstmal orientieren. Ach, da oben ist er. Ja.
Okay, es gibt scheinbar noch einen Punkt, den ich von hier nicht sehen kann. Okay, und ich muss warten, bis er sich materialisiert, sonst kann ich ihn nicht treffen. Ein Punkt ist hier, den ich von hier aus nicht sehen kann. Ach, da oben. Aber ich glaube, da sind wir in dieser Ecke sogar relativ sicher. Aber der hat uns da oben ja nicht erwischt, wie es aussieht. Wir müssen jetzt nur gut hingucken, weil gerade hier haben wir drei überlagerte. Da muss man auf jeden Fall gut aufpassen. Ah, da oben ist er. Und das hat man sofort gesehen. Oh. Nicht verguckt? Okay, dann ist er da oben. Es sah so aus, jetzt sieht es aus, als ob er oben ist. Oh ne, ist er nicht. Ah, da ist er. Nein! Oh, verdammt! Und ich bin nachträglich noch reingelaufen. Ah. Aber ich habe ihn noch erwischt. Oh, diese Feuerdinger sind natürlich trotzdem noch da und bedrohlich. Aber gut, wir haben ja eine Fee. Können wir zur Not auch nutzen. Ach, das ist der... Ach, jetzt erkenne ich den Raum auch wieder. Das war der, wo wir die Karte bekommen haben. Okay, ja. Ja, dann ist klar. Gut, dann gehen wir auf der anderen Seite raus. Ja, ich finde sowas ekelhaft, also keine Ahnung, mit Feldkörpern und Tag ein Menschen ist, war das nicht sehr schön für mich. Das spricht ja eigentlich für dich, dass du noch nicht so abgestumpft bist. Ich bin da leider schon so abgestumpft, dass es, dass... Eigentlich ist es nicht gut. Weiß nicht mal, wofür man die Dinger braucht, aber ich nehme jetzt einfach mit. Ich habe eine leere Flasche, ne? Sollst du mal den Film Der goldene Handschuh anschauen? Achso, super freundlich. Was ist denn der goldene Handschuh? Also mir sagt das gerade auch gar nichts. Jetzt müssen wir uns hier ein bisschen durcharbeiten. Okay, da können wir nichts anderes machen, als da drüben hinfliegen und an diesem blöden Irrlicht, was da oben noch rumhängt. Ach, noch zwei! Okay, also hier könnte man auch rein. Oh. Was ist das? Aha, das sind so Stampfer, okay. Man sollte auf jeden Fall unter den Teilen nicht zu lange stehen bleiben. Wieso? Okay. Passt du dann in mein Briefmarkenalbum? Hier ist eine... Ah, alles klar. Man muss hier den Schalter auslösen. Jetzt ist so die Frage, wie kriegt man die Dinger kaputt hier? Ob man als Gorone die Dinger zerschlagen kann? Das könnte man mal ausprobieren. Okay, wenn man leider so langsam ist, dass man sie gar nicht locken kann. Okay, nee, die gehen auch nicht kaputt. Ich wollte mich eigentlich schon fünfmal zurückverwandeln. Das geht auch nicht. Okay, dann könnte man vielleicht mal gucken, ob man sie vielleicht sprengen kann. Wenn ich sie wieder angucken darf. Okay. Nee, sieht nicht so gut aus. Bin ich gerade ein bisschen überfragt, was man wohl damit machen könnte.
sind schon sehr aufdringlich. Aber ich weiß halt auch nicht, was ich damit machen kann. Nee, also das trifft auf jeden Fall nicht. Aber die Bombenmaske hat jetzt auch nicht funktioniert, ne? Nee, funktioniert auch nicht. Nee, dann bin ich komplett überfragt gerade. Wie man diese Stampfer umgehen kann. Ob man diese Stampfer umgehen kann. Also man muss wohl irgendwo, denke ich mal, diesen Schalter hier auslösen. Ah ja. Oh, das ist ja mega kurz. Okay, ich muss mich auf den Schalter. Okay, wir machen das mal kurz. Strecken, strecken, strecken. Ach, ich bin komplett kaputt gestreckt, glaube ich. Ach, meine Schultern, meine Güte. Ja, das ist richtig. Es ist gut, dass du darauf aufpasst. Das Interessante ist ja, das ist sogar eine Standardfunktion von Twitch. Das ist, ich fand den Vorschlag so gut, dass ich gesagt habe, okay, das übernehme ich direkt mal. Das, ich merk das selber nicht, wenn man dann so in sich zusammenfällt. Das ist gut, wenn da Leute darauf achten. Ab und zu strecken, mal wieder gerade hinsetzen. Und man hat endlich was davon, dass man diese Kanalpunkte hat. So, das ist bestimmt eine Fee. Nein. Boah, ist sogar ein Schlüssel. Das heißt, das ist sogar Voraussetzung, dass man hier langkommt. Boah. Das ist auf jeden Fall einer der unangenehmeren Schlüssel hier. So. Okay, was haben wir denn hier? Ja, ein Herz nehmen wir mit. Uff, okay. So. Schön, man guckt einen Moment nicht hier bei Telegram rein und sieht direkt irgendwie 10 ungelesene Nachrichten. Okay, da links scheint irgendwas zu sein. So ein Drecksangriff. Das ist einfach so blöd. Okay, dann. Ah, vielleicht geht das ja damit. Nee, kann man nicht mal fernzünden. Super Freund, das ist leider ein Thema für sich. Das ziehe ich nicht in die Öffentlichkeit. Nein, das ist ja wieder da. Okay. Ist da das, wo man hin muss, oder? Nee, konntest du ja nicht wissen. Alles gut. Und da. Kann man die irgendwie fern auslösen, die blöden Teile da? Oder irgendwas für. Feuerpfeil? Vielleicht geht das ja. Nee. Muss man wirklich durch Berührung auslösen. Man kommt aber auch nicht zwischen, ne? Das. Ja, nee, dann lassen wir es gut sein. Gucken uns erstmal den Gang hier an. Oh nein.
wieder so ein blödes Teil. Ah, der hat doch so ein komisches Symbol. Du brauchst eine neue Brille. Willi, du brauchst deinen Anwalt. Was? Ja, da brauche ich. Da brauche ich ein bisschen Kontext. Ah. Okay, die Kiste können wir natürlich nutzen, um uns da rüber zu ziehen. In welchem Zusammenhang hat er das denn gesagt? Den Kontext brauche ich irgendwie gerade. So, von hier können wir uns da nicht hinziehen, aber... Also man kann die Viecher rumdrehen mit dem Goldpfeil, sag ich schon, mit dem Lichtpfeil, aber was hat man dann davon? Oder man muss ihn umdrehen und ihn dann dazu bringen, dass er versucht, einen zu zerstampfen. Vielleicht geht er davon dann kaputt. Das könnte man probieren. Ah ja. Ja, stimmt, tatsächlich. Ach, moin Dino, lange nicht gehört. Ja, also mir geht's wunderbar. Und dir? Ich freue mich vor allem über die... einerseits über die zunehmenden Freiheiten, die man langsam hat. Auch wenn die Zahlen wieder nach oben gehen, leider, aber... Es ist trotzdem schön, so langsam mal wieder was machen zu können. Neulich sogar mal wieder ein Open Air. Das war schon super. Es war einfach Ewigkeiten her. Schön, wenn man einfach nichts sieht, ne? Ah, es geht doch noch. Das ist ja von Leuten, die sich dann an der Kasse besonders nein anstellen. Ja, das ist die positive Seite dieser ganzen Scheiße. So, dass die Leute einem nicht die ganze Zeit immer so in den Nacken atmen. Das habe ich aber auch schon vorher gehasst. Ja. Ob mehr bei wem? Das war, oh Gott, was war denn das? Das war so was Offenes halt. So was Offenes, ob mehr. Nein, ich kannte die Band auch nicht. Das ist sowas, wo man hingeht, einfach um mal Live-Musik zu hören. War ein bisschen müde, viel gearbeitet, aber jetzt ausruhen und Twitch. Sehr gut, sehr gut. Dann schön die Füße hochlegen, entspannen. Die tolle Musik genießen von Sellert. Oh, noch eine Truhe. Ja, wir müssen hier definitiv nochmal durch, wenn der Tempel wieder zurückgedreht ist. Aber ich glaube, das ist sowieso die Basis von diesem Ding hier. Ja, ich meine, die Schlangen werden zwar länger, aber sie sind ja auch schneller wieder weg. Also von daher... Das stört mich gar nicht mal. So, okay, wir haben jetzt schon diese Supermaske bekommen. Wir können jetzt noch... Okay, was brauchen wir denn jetzt eigentlich noch? Wo müssen wir denn jetzt auch hin? Wir haben Selbstbedienungskasten. Ja, nicht jeder Laden hat hier welche. Aber ich benutze sie mittlerweile auch ganz gerne. Obwohl ich eigentlich immer gesagt habe, ich will die nicht benutzen. Aber ich bin nicht mal... Also in diesem Bockigsein bin ich leider auch nicht gut. Es gibt Leute, die ziehen das wirklich knallhart durch und sagen, nee, das will ich einfach nicht. Aber ich muss sagen, ich finde es einfach
zu angenehm. Es geht viel schneller, die wirst nicht irgendwie blöder angesprochen und was auch immer. Ich mag das eigentlich schon ganz gerne so. So, jetzt ist so die Frage, wollen wir den Tempel einmal wieder zurückdrehen und gucken, was wir jetzt abgrasen können? Ich glaube, wir haben einiges an Truhen und so weiter jetzt bekommen. Ich glaube, wir ziehen jetzt einmal noch eine Runde durch und gucken mal nach, was wir jetzt noch an Truhen finden, was wir einsammeln können. Diese Kassen kann man bescheißen, das würde ich selbstverständlich nie machen. Ich glaube, das weiß jeder, der mich kennt. Also, es gibt Leute, die meinen, ich wäre überkorrekt. Aber ich sag mal, es gibt Schlimmeres, was man sich nachsagen lassen kann. Das andere Ding. Das weiter auch. Mein Einzelgänger ist, liebt man doch Dinge, wo man seinen Kram machen kann. Meinst du das jetzt? Hm. Ach verdammt, ich hab die ja angelegt. Ach so, bei dem Thema. Nee, warte mal, jetzt muss ich mal gerade gucken. Also eigentlich habe ich den Eindruck gehabt, ich habe hier relativ viel mitbekommen. Ich mache hier mal das Fenster ganz groß, dann sehe ich ein bisschen. Bisschen mehr. So, so da. 1,50, dann werden die Schlangen leer. So muss City Part 2 schon abgelost. Ah, das meinst du, alles klar. Ja, muss ich mal reinschauen. Und vor allem auch, wenn du das mal live spielst, dann. Das hat halt die letzten Male einfach nicht gepasst. Das ist echt schade. So, komm, da sind jetzt Pfeile und eine Fee drin. Ach, verdammt, ich hab sie immer noch angelegt. So. Ah! So, jetzt die große Preisfrage. Warum wusste ich das? Das Hochladen dauert immer ewig. Oh, ich finde, das ist sehr viel besser geworden. Also wenn ich so an damalige Zeiten denke, so DSL 3000, 6000, es wäre undenkbar gewesen, Let's Plays mal eben schnell so hochzuladen. Aber allein schon was der PC einfach auch packt, das ist einfach so viel besser geworden. Also ich meine, mein alter PC, da konnte man, also man konnte, ich meine, es läuft jetzt ja hier gerade auf Emulator, ne? Ich hab mir immer noch nicht die Zeit genommen, mich da mal umzugucken, weil eigentlich wollte ich mir so ein Retro-Tink irgendwann holen. Das ist so ein Konverter, mit dem man diese N64-Spiele upscalen kann. Dann können wir das auch richtig auf Original-Hardware spielen. So, ich spiele das Spiel jetzt halt auf dem PC, auf Emulator, und ich kann ganz entspannt das Spiel spielen, das Ganze streamen und gleichzeitig das, was gestreamt wird, auch noch auf der Festplatte ablegen. Also alles was 2007 YouTube keine Datei größer als 100 MB und nicht länger als 10 Minuten. Oh Gott, das war noch Zeiten. Wobei, also auch wenn das Design damals sehr schlicht war, so schlecht fand ich es gar nicht. Aber das ist auch so ein, das ist auch dieses typische Problem vom Web 2.0 irgendwie. Diese Seiten, die sind, also diese Webseiten, das sind mittlerweile alles irgendwelche heftig aufgebauten Applications, wo der Rechner schon irgendwie alleine mit dem Rendern dieser Webseite total beschäftigt ist. Und dann hast du so einen schlechten PC, wie ich jetzt auf der Arbeit, also dieser Laptop, ne?
Und so manche Seiten laufen auf dem Laptop einfach gar nicht richtig. Das gibt's halt, das kann eigentlich echt nicht sein. Das ist doch nur eine Webseite. Und vor allem so spektakulär sieht es dann auch nicht aus. Aber es gibt Ausnahmen, also wo ich dann sage, okay, da darf der Laptop gerne mal aussteigen. Zum Beispiel bei IKEA gibt es für Pax diesen Pax-Planer. Da kann man sich in der Webseite seinen Pax zusammenstellen, in 3D angucken und das ist schon cool gemacht. Tamurion hat den Channel betreten. Moin Tag. Jo, ich dachte, schauen wir auch mal wieder rein hier. Ja, klar, gerne. Ich nehme nicht mehr dabei. Ah! Ja, jedenfalls dieser Pax-Planer ist halt dieses mit WebGL, das mit dem 3D, das packt der Arbeits-PC nicht. Das ist für den zu viel. So, wir haben jetzt Kisten bekommen. Hier vorne ist eine. Okay. Aber das Dampfen hört man nicht, oder? Ich hab's gerade nicht gehört. Bin ganz froh, dass jetzt langsam die ganzen Trecker und so hier weg sind. Da vorhin hat man ja die ganze Zeit dieses Vorbeifahren gehört. Eine Riesenlibelle. Was war das gerade? Jetzt kann ich die Leiter nicht mehr hoch, weil das Ding mich nicht mehr hochlässt. Genau, bei IKEA gibt's gelbe Taschen. Dadurch kaufe ich mehr. Oh Mann, ey. Holger hat ja noch eine Doku gesehen von Nivea. Also Doku-Reportage. Totaler Schwachsinn, ey. Auch wieder eine öffentlich lächerliche, ne? Und das ist so schlimm gewesen. Berichten halt von Nivea, so im Prinzip, ja, ist alles toll. Ja, das ist auch alles toll. Generell ist alles toll. Und dann sagen sie, ja, das könnte schlecht sein. Und am Ende, ja, aber das ist trotzdem alles toll. Glaubt, also, Nivea wird erst schlecht, wenn es bei IKEA angeboten wird. Ich weiß auch nicht, worauf die damit hinaus wollen. Also, das ist halt auch so eine Sache, die ich dabei einfach nicht begreife. Was willst du denn mit einer Doku oder mit einer Reportage erreichen? Also eine Reportage, sag ich mal, ist es in den meisten Fällen ja. Aber was möchtest du denn erreichen? Entweder möchtest du den Leuten vielleicht einen Einblick geben, wie es da so ist, oder du möchtest irgendwie investigativ irgendwie rausfinden, was die so für Dreck am Stecken haben. Ne? Das könnte ich mir noch vorstellen, dass das ja im Sinne ist, so, dass man das vielleicht auch mal macht, ne? Ja, wie aber, bei IKEA, ne? Mit der gelben Tasche. Das ist eine Gelddruckmaschine. Das war so investigativ. Vor allem, das sind alles Basics der Einkaufspsychologie. Also. Das war schon herrlich. Das werde ich demnächst bei Aldi auch beklagen. Ja, dass die Einkaufswegen so groß sind, ne? Das geht ja klar. Seitdem kaufe ich nur noch diese ganzen großen Angebote, ne? Zum Beispiel. Rasenmäher, ich habe so viele Rasenmäher da im Rumstehen. Ja, ist schlimm, Stunden. Ja, es geht mir genauso. Auch diese Fernseher, die stehen immer so im Gang, damit man sie, damit man immer dran vorbeikommt. Boah, ich habe einen ganzen Keller voll von diesen 90 Zoll Bildschirmen. Ich kann keine Ahnung, was ich da noch mitmachen will. Ja. Das ist doch albern, also mal ganz ehrlich, das dann so skandalös hinzustellen, als ob die irgendwas Böses gemacht haben. Und ich denke mir so, einfach jeder Laden ist doch auch irgendwie ein bisschen dazu verpflichtet, seinen Scheiß so zu verkaufen, dass es halt gut aussieht oder etwa nicht. Da bin ich ja schon ein bisschen Aluhut, muss ich inzwischen sagen, was es angeht. Ich beobachte ja schon seit längerer Zeit so eine Entwicklung, gerade also was dann öffentlich-rechtlich noch angeht. Ich meine, ich finde sie ja an sich gar nicht schlecht, ne? Arte ist im Grunde auch sowas, ne? Aber dieses Absprechen von Mündigkeit der Leute, und dann frage ich mich immer wieder, steckt da ein politischer Gedanke dahinter, dass man sagt, na guck mal, die Leute sind so dumm, die fallen ja auf alles rein, ne? Da können wir jetzt irgendwie ein Gesetz machen, sie davor zu schützen und davor zu schützen und davor zu schützen, so dass du da irgendwann nichts mehr entscheiden darfst, ne? So ungefähr, ja, wir checken es ja eh nicht. Also gibt's dann überall so Maßnahmen. Hm.
Weil das ist halt teilweise so, gerade bei der IKEA-Doku war das so offensichtlich einfach. Einfach Dinge, wo man sagen kann, ja, musst du halt einen Griff haben. Also dafür bekommst du normalerweise von zu Hause aus ein bisschen Erziehung in Sachen Vernunft und lauter solche Dinge, wie du mit deinem Geld umzugehen hast. Ne? Und dann spricht man das uns einfach ab, dass wir das nicht können. Da ist so ein Angebot oder so ein Sessel oder irgendwas, ein Tisch. Und den kaufen wir. Wir können da nichts gegen machen. Der ist ausgeleuchtet, wir müssen ihn kaufen. Ja. Ja, vor allem, du kommst mit deinem kleinen Ab, kommst du zu IKEA und dann drängen dir die quasi den Sessel auf, ne? Ist weißt klar. Du, was ich geiler finde? Ja, und weil der nicht in meinen kleinen Ab reingepasst hat, ne, drängen sie mich jetzt noch dazu, ein größeres Auto zu kaufen. Ja, du kannst es ja da mieten von denen. Das, ja, gut. Da kannst du ja denen direkt auch noch so anschwärzen, dass die quasi dich dazu nötigen, so viel zu kaufen, dass du sogar das Mietauto oder den Miettransporter brauchst. Aber vielleicht weiß ich das hier gar nicht. Am Ende kaufe ich mir halt ein neues Auto, weil ich das nicht wusste. Weißt du, muss man mir auch alles erklären und sagen. Genau. Was gibt's da? Warum kommt man da denn nicht hoch? Nein, man soll da nicht hoch. Ja, das ist scheinbar wirklich zu hoch dafür. Schade. Auch. Müssen wir mal vom zentralen Raum da nochmal hin. Das ist schade. Okay, also da vorne können wir nicht raus. Ich glaube, da können wir auch nicht raus. Er ist super, ne? Sag mal, Sumo, wenn man jetzt bei ihr in den TS reinkommt, ne, im Let's Play, und jetzt verbietet man dir 3 Minuten im Bund, das heißt, da müssen wir die ganze Zeit reden. Müsst ihr nicht. Also man hat hier, also natürlich ist es schon so, wir haben hier ein paar Leute im TS sitzen, aber grundsätzlich seid ihr natürlich nicht verpflichtet, hier Unterhaltungsprogramm abzuliefern, wenn man mir den Mund verbietet. Aber wäre eigentlich eine nette Geste, ne? Wenn Sumo nicht reden darf, reden die anderen einfach. Erklären das Ganze. Könnt ihr machen, natürlich. Einfach froh, dass ich gegen Corona geimpft bin. Ja, das bin ich aber auch. Also, da bin ich so froh, dass ich das erledigt habe. Und ich würde sagen, dann müsste Andi reden, weil er kennt sich in dem Spiel wahrscheinlich besser aus. Ja, aber das Ding ist, er guckt sich das nicht über Discord an und dann berichtet er immer so mit 5-6 Sekunden Zeitversatz. Das ist schwierig. Ja, ich bin jetzt inzwischen drin im Discord, bin vorher reingegangen. Ja, ich hab das hauptsächlich. Ich hab sogar die Kamera an. Achso, ich hab den Raum nicht mal offen, also. Von daher. Okay, ich bin doch so ein wunderschöner Junge. So. Dann sind wir im Hauptraum. Ich glaube jetzt. Wir müssen mal hier alles durchforsten. Vor allem, ich habe so den Eindruck, dass diese eine Kiste, die da ist, das ist mit Sicherheit eine Fee. Bin mir relativ sicher. Ich glaube, bei Sumo City werde ich dann den größten Wolkenkratzer draufstellen, den es nur gibt. Und dann kann man gar nicht den sogar benennen. Sumo Tower. Oder so ähnlich. Das Spiel gefällt mir immer besser. Ja, kannst du Let's Play, ne? Und danach dann Mount & Blade Bannerlord. Was, du magst Mount & Blade? Hast du nie erzählt? Ja, das ist ein gutes Spiel. Bei Amtsutar, seine Sounds sollten morgen gratis sein. Ach, sie sollen morgen gratis sein. Achso, das sagst du schon so, als wäre das schon beschlossen. Nee, ist es halt nicht. Das sagt der schreibt er seit Dienstag, also seit gestern. Weil ich gesagt habe, ich werde sie teurer machen, weil sie waren dann doch ein bisschen viel. Wenn er halt kaum noch dem Gespräch folgt, ne? Und eigentlich nur noch da Sounds raushaut, aber gut, ich habe heute auch nicht so viel anders gemacht. Ach, ich finde das eigentlich auch nicht schlimm, wenn ihr Sounds. Das Problem war nur, ich habe ja so eine kleine Reaction gemacht, ne? Und dann muss ich die Reaction dann down pausieren.
bis der Sound durch war, sonst hört man ja nichts mehr. Ja, das ist das, also und Moin Ember erstmal. Ja, das ist das Doofe, man kriegt halt im TS nicht mit, wenn ein Sound eingespielt wird, aber naja, gut. Aber ihr könnt ja den Chat sehen, von daher. Egal. Egal. Ja, also mir geht's gut, wunderbar, Ember. Also wir haben halt auch länger nicht mehr von dir gehört, so das. Wobei dazu, ja gut, jetzt war ich ja auch noch 2 Wochen am Freitag nicht da. Na gut, aber. Waff. Diese Scheißviech, ey. Das ist echt so nervig. Ja, aber das Nette war, also letzte Woche war ich ja unterwegs. Unter anderem halt auch zu diesem besagten Open Air. Ich stirb halt. So. Also einerseits so, also die letzte Woche war ich quasi bei dem Open Air und die Woche davor, da war Adrius hier. Das sind wir schlappen, oder? Also das war ein wirklich sehr gemütlicher Abend. Also, ich mag Adrius. Ja, ich auch. Das coole... Nicht auf die Fresse gegeben, oder? Nein, das... Und ich denke mir die ganze Zeit, wie kommt so Ottis eigentlich immer dazu, immer sowas zu sagen? Und ich denke mir so, ist halt einfach so ein gemütlicher Typ. Und dazu hat er halt noch seinen Bass dabei gehabt. Also seinen E-Bass halt, ne? Und dann, das fand ich halt auch interessant, deswegen, das war eine riesen Erkenntnis. Dadurch, dass er halt seinen Bass hatte, konnte ich mal gucken, wie das ist, einen anderen Bass zu spielen. Und da habe ich gemerkt, dass mein Bass unglaublich kopflastig ist. Normalerweise solltest du den ja eigentlich umhängen können und dann bleibt der so. Und du kannst einfach selber am Griffbrett hoch und runter spielen. Aber bei dem Bass, den musst du die ganze Zeit festhalten. Deswegen ist es unglaublich schwer, damit zu lernen. Deswegen, das sieht man nicht, aber... Ich habe mir einen neuen gekauft. Bei dem ist das nicht so. Das ist ein sehr schöner. Kaum kann er 2 Töne spielen, hat er gleich einen zweiten Bass. Das Ding ist einfach, ich habe 2 Tage mit dem Bass geübt jetzt, ne? Und ich habe in diesen 2 Tagen sehr viel mehr geschafft, als ich mit dem anderen Bass innerhalb von Wochen geschafft habe. Was machst du mit den alten jetzt? Tust du den auch wieder verticken irgendwie? Ja, mal gucken. Ja, wahrscheinlich, ob ich da noch was für kriege, ist eine andere Frage. Ist der so neue jetzt besser oder ist der... Oder er ist viel besser. Also, so, damit du ein Verhältnis wir hast, wir haben so ne? vieles geschafft, wir der, schaffen der das. Der alte Bass hat 150 gekostet. Der Bass, der Gurt, Verbindungskabel und Verstärker. 150 insgesamt. Und der... hat 300 gekostet. Nur der Bass. Kein Gurt, kein Verstärker, kein Kabel. Nix bei. Aber du merkst das auch. Das ist qualitativ eine andere Welt. Also, der fühlt sich so gut an, der wiegt viel weniger, den kannst du dir einfach umhängen, der bleibt einfach so, wie er ist. Und das Griffbrett ist schmal, das ist aber, glaube ich, so ein Ibanez-Ding, die sind immer so ein bisschen schmaler. Aber da siehst du mal wieder, ne, was es halt kostet, ne, allein ein Instrument spielen zu wollen, da brauchst du halt wieder Geld, ne, ja. Und dir was Gescheites zu kaufen, womit du dann auch anständig üben kannst, ne. Und da siehst du mal wieder, ne, da bin ich wieder hier mit meiner sozialen Gerechtigkeitsthema. Ne? Wenn man Geld hat, hat man immer einen kleinen Vorteil. Ja, an der Stelle ist es halt... Ich werde mich jetzt zum Acker machen. Jo, alles klar, ne? Dann eine wunderschöne gute Nacht. Ebenfalls. Ciao. Danke, ciao. Ah ja, gut. Chibiusa hat den Channel verlassen. Ja, also, das ist halt wirklich das Ding. Also mit dem Bass, das... also ich hätte nicht gedacht, dass das so extrem ist. Also ich habe halt gedacht, okay, es ist halt ein bisschen wie mit dem Skateboard fahren. Aber ich muss halt auch sagen, beim Skateboardfahren war es auch so. Am Anfang hast du vielleicht nicht sofort das beste Deck und dann kaufst du dir so ein Billigding für, weiß ich nicht, 50 Euro. Aber ich habe dann auch gemerkt, als ich ein bisschen mehr gefahren bin, dann hatte ich allein ein Deck, was 80 Euro gekostet hat. So, jetzt mal gucken. Also
Ja, Amber war im Krankenhaus? Was ist hier los? Suan hatte mich impfen lassen, ein paar Tage später hat es mich dann voll aus den irgendwie habe ich mich selber gerade. Eine leichte Thrombose und eine Lungenentzündung, vielleicht mir die Grippe zeigt. Oh Gott. Alter Ember, was du immer für Sachen bringst. Ist ja unglaublich, ey. Also du ziehst das Glück auch echt nicht an, ne? Das. Ja. Ja, wie geht's dir denn jetzt? Bei wem höre ich mich eigentlich immer selber? So, ich höre meine Stimme irgendwie das? Doppelt. Warte mal, ich guck mal, ob ich das bin. Ich hab jetzt mal das OBS. Ja, ist bei dir. Moment, ich mach was hier, finde ich gleich. Wo kommt das denn her? Ich dachte, du hast ein Headset auf. Hab ich auch, aber irgendwie vielleicht ist da die Empfindlichkeit. Komisch. Moment. Das Trainer, man kann das ja nicht mal abblocken. Jetzt nicht mehr, oder? Nee, jetzt scheint es gut zu sein. Okay. Ja, war nur minimal. War nicht mal im Minusbereich, war ganz leicht sogar im Plus, aber seltsam. Vielleicht hab ich's zu laut eingestellt irgendwie. Ja, wer weiß das schon, ne? Ja, aber Ember, wie geht's? Jetzt war's gerade. Ich glaube, es ist auch auch abhängig davon, wie laut ich gerade bin. Aber Ember, wie geht's denn jetzt? Also, wenn du sagst, du warst die letzten 2 Wochen im Krankenhaus, dann bist du ja jetzt raus, oder? Bin noch leicht verschnupft, sonst alles gut. Bin jetzt noch bis Ende September krankgeschrieben, aber zum Glück rum. Ja, das ist doch schon mal gut. Ende September, das ist schon eine Ansage, ne? Ja, Ende September ist ein Paket. Das ist ja noch ein ganzer Monat, also 5 Wochen. Ja gut, andererseits, wenn du hier jetzt so, sag ich mal, immuntechnisch erstmal die volle Breitseite gekriegt hast, dann ist das vielleicht auch einfach das Beste, wenn du jetzt einfach erstmal einen Monat raus bist, ne? Ich habe auch bald meine 2. Impfung noch. Ich bin ja auch ein bisschen später. Ist mein Raum hier wieder benebelt? Ich glaube, ich dampf zu viel. Das finde ich das Schlimmste an diesen Dampfen. Also, ich mag das nicht so haben, wenn dieser Dunst so im Raum hängt. Das ist so ein ganz seichter, sanfter Nebel, der dann so also im Zimmer hängt, und ich weiß nicht, ich habe dann irgendwann Probleme, dass die Augen sich nicht mehr richtig scharf stellen irgendwie. Also gerade wenn es halt sehr viele Leute waren, die gedampft haben, oder wenn sie es halt richtig hart übertrieben haben, wie Amber mit seiner Superdampfe da. Ja, da ist die Bude so vernebelt, das ist dann, ich empfinde das schon als anstrengend dann. Ja, du, seitdem ich musste ja den ersten Akkuträger, den sie mir geschickt haben, von Dampfplanet wieder zurückschicken, weil er mir nach ein paar Tagen nicht mehr ging irgendwie. Ließ sich nicht aufladen. Jetzt haben sie halt ja nochmal 9 geschickt vor 2 Wochen oder so, und seitdem funktioniert das halt echt einwandfrei. Und jetzt bin ich halt umso glücklicher und dampf halt umso mehr, weil es einfach so viel Spaß macht. Ne? Ja, das kommt mir bekannt vor. Das ist jetzt mit meinem Bass ja auch so. Ich muss aber auch sagen, ich hatte ein bisschen die Motivation verloren, gerade weil es halt auch so schwer war. Aber jetzt, wo es so schön angenehm ist, wo du dir den einfach mal auf den Schoß holen kannst, du kannst ein bisschen klimpern, das ist viel besser jetzt. Diese Viecher. Ich hab auch schon mein zweites Liquid-Fläschchen angefangen. Ja. Das ist diese Flamme, die muss man doch irgendwie auch ausschalten können. Das ist doch. Da unten ist Lava. Kann man da vielleicht hin? Dann ist die Frage, wenn man da hin kann, kommt man auch wieder zurück. Ah, das sieht aber aus, als ob man da unten in dieses Ding reinkommt. Ach so, das ist von außen. Okay, man fliegt hier außen rum, aber dann. Ach, guck mal, da ist sogar eine Leiter. Das heißt, wir können uns mal mit dem Goron da unten umschauen. Was ist das? Statt dann komme ich auf den Discord. Okay, kann ich auf den TS? Hast du was? Was? Ach so, du hast keine Gruppe. Warte mal, das haben wir sofort. Da. So, jetzt müsste können. Ja, kann ihn auch runterziehen. Ja, das wäre auch gut. Also das auf Ember Klar hat den Channel betreten. Hi.
Also wahrscheinlich warst du mit dem Rechner, mit diesem PC einfach nur noch nicht auf dem TS, schätze ich mal. Doch schon, aber ich hab das im Rechner einmal neu gestartet, alles zurückgesetzt, weil nichts mehr ging. Ah, okay, alles klar. Ja. Wahrscheinlich beim Anmelden hat ihm zuerst eine Kollision geschmissen. Aber dein Ping ist auf jeden Fall nicht ganz so scheiße wie sonst. Ja, mein Nachbar hat auch Urlaub. Der ist nicht da. Ja, du hast mich gerade so knapp 100, also 90 sowas, aber... Ja, mein Nachbar hat aktuell Urlaub, was ganz passend ist, dadurch ist mein Internet besser. Meiner ist gerade auch höher, weil ich halt uploade. Ich habe gerade 140er Ping wegen dem scheiß Upload. Hm. Merkt man halt bei mir gleich. Ich hätte mich gerne eher gemeldet, aber das Mündener Krankenhaus kannst du völlig in die Hose kloppen. Ich hatte da keinen Empfang und die wollen für Internet für eine Nacht dann, was waren das, so 5 Euro haben? Ja, du musst auf Internet da bezahlen. Da dachte ich mir so, okay, mach ich. Manchmal hast du echt das Gefühl, du bist so in Deutschland wirklich im Jahr 1999 oder so. Ja, das ist komisch, ja, ne? Echt. Gefühl hatte ich auch. Deswegen, Bundestagswahl dieses Jahr, CDU muss weg. Ja, einfach unter 20% jetzt am besten. Jetzt bin ich erstmal am Tablettenfressen und am Tee saufen. Ja, ich hasse es. Wir brauchen echt Politik für die Moderne, nicht so eine Verwaltungsscheiße. Ja, das kann gut sein. Aber ich halte mich da raus. Ich wähle einfach eine Partei, die mir am besten zusagt und fertig. Also ich weiß, das quatsche ich jetzt nur jemanden nach, ich weiß nicht mal wem. Aber ich finde, wählen war für mich noch nie so schwer wie dieses Jahr irgendwie. Ja, es geht vielen so. Ja, geht mir auch so. Ich habe mir so viele Parteiprogramme durchgelesen und dann so, das ist Schrott, die ist Schrott, die ist Schrott, die ist Schrott, genau. Die ist Schrott. Du kannst im Prinzip nichts wählen. Das ist echt schlimm dieses Jahr. Ich habe die genommen, die am besten auf mich zutrifft. Gut, ich finde die linkeren Parteien immer noch besser, die es gerade so gibt. Ach, die Linke? Du musst uns ja nichts vormachen, wir wissen ja, dass du NPD wählst. Nein, also. Ich werde vielleicht sogar wirklich bei zur Zweitstimme, die gebe ich vielleicht sogar der SPD, weil ich schon. Also bei den drei Kandidaten ist mir, glaube ich, der Scholz noch am liebsten. Ja, SDP dachte ich auch wählen. Dass ich die wähle, weil CDU brauchst du nicht wählen, die Linke brauchst du nicht wählen, die Grüne in meinen Augen. Ich finde die Linken so schlecht, die Grüne ist ja total Schrott. Ja, wir wollen jetzt auch nicht so einen Polit-Talk daraus machen. Ja. Können wir ja gleich im TS noch weiter quatschen. Genau. Wir wollen nicht das ganze schöne Let's Play mit Polit-Talk verschandeln. Das wäre ein bisschen schade drum. Die sind nicht gut. Ja, ich weiß nicht, so ich denke mir da manchmal natürlich auch so, wenn ich mir ein Let's Play angucke, dann möchte ich auch nicht, dass es da irgendwie um Bundestagswahlen und so ein Scheiß geht. Ja. Völlig verständlich. Ich habe auch nur gemeint wegen dem Netz halt, ne? Hauptsache halt. Ja klar. Ist jetzt schon ein bisschen peinlich, aber es ist halt wirklich so, ne? Nee, das ist halt ein Skandal halt. Ich meine ganz ehrlich, im Jahr 2021, du bist im Krankenhaus, du hast was mit der Lunge, sonst was. Ja, jetzt geben sie mir erstmal 5 Euro für ein bisschen Internet. Wahrscheinlich dann noch eine Kackverbindung oder so, ne? Oder ja. Noch überlastet oder so. Ne? Ich habe seit den einen Tag, ich hab seit den einen Tag ausprobiert, mich angemeldet, dann einen Speedtest laufen lassen und dachte mir so, Alter, da ist das Internet in meiner Wohnung besser und ich habe noch nicht mal DSL-Anschluss. Ja, weißt du, dann noch 5 Euro dafür nehme ich, unglaublich. Ja, das war noch nicht mal VDSL, das war Bambus. Das war aber wirklich Bambus. Gar nicht. Das war einmal Sortes Deluxe quasi, so. Sortes in seinen Hangout-Zeiten. Boah, das war aber auch echt heftig. Er hat ja teilweise irgendwie mit 300 Kbit oder sowas hat er das Team. Okay, ich hab hier aktuell... Ah, hier ist noch eine Kiste. Wie komme ich denn hier raus? Soulbob ist es echt öfters abgekackt. Ja, stimmt. Oh, verdammt, das war eine Gittertür. Oh nein, das... Oh, jetzt muss ich den ganzen Weg nochmal laufen. Das ist definitiv noch eine Truhe und die muss ich auf jeden Fall noch holen. Das ist garantiert eine Fee.
der mich noch. Okay, das war ein Riesenfehler mit dem Speedtest. So, wir wollen da oben nochmal hin, das heißt, wir müssen nochmal in den rechten Bereich. Ember, bist du am Freitag mit dabei? Jo, denke. Gut. Ich muss mir noch ein Rindersteak kaufen. Aber Herr vom Turm, da machen sie ja wieder Programm, ne? Nee. Ja, ich muss mir jetzt trotzdem noch diesen Freitag ist wieder, ja. Ja. So. Muss ich auch noch auslösen. Damit, wer war das, mit dem ich, der mich herausgefordert hatte, war das Tesla? Ja, der hat auch schon zweimal im Chat geschrieben, wie es damit aussieht. Was ist denn eine Herausforderung denn? Wo ich in Biberach war, da hatten wir das Thema angeschnitten bei dem Stream von Tar. Das war, glaube ich, auch ein Freitag, ne? Oder war das ein Dienstag? Weiß ich gar nicht. Keine Ahnung. Dass er meint, also Tesla meinte, ich würde kein rohes Rindersteak essen. Was ich aber relativ ab und zu mache. Und er meinte, dann hat er Ich hab dich Cocktails mixen dafür sehen, dir traue ich das voll und ganz zu. Da hat er dann Tar dafür Geld geschnitten und eigentlich sollte ich dann danach den Stream das machen, aber ja, da war ich dann anwesend. Gut, das muss ich noch machen. Vor allem, wir haben ja da keine Gelegenheit gehabt, wo ich dir das Geld hätte auch einfach so geben können. Ja, das kannst du behalten. Ja, ich habe seitdem auch den einen oder anderen PayPal-Kauf getätigt. Da konnte ich jetzt nicht darauf achten, warten, dass die 10 Euro da drauf bleiben. Aber geben kann ich sie, hätte ich sie da trotzdem können. Ist ja nicht schlimm. Ich weiß gar nicht, warum so viele damit ein Problem haben, weil ein Rindersteak, was nicht mariniert ist und so weiter, ist genauso im Geschmack wie Rinder gehackt ist, nur halt nicht gehackt. Es ist ja, ich meine so grundsätzlich, wenn du deine Steaks eher, sag ich mal, rare oder so möchtest, dann kommt es ja eigentlich dem Ganzen auch schon ziemlich nah. Also, ja, das stimmt schon. Aber trotzdem, ich glaube, so ganz roh würde ich es nicht essen wollen. Ich weiß gar nicht, wo ich war. Ich glaube, ich war so Stufe 3 oder 4 sowas. Also bei Rindersteak, das kannst du gefahrlos roh essen. Bei Schwein und Hühnchen, da muss man vorsichtig sein. Schwein esse ich auch nicht roh. Das brate ich dann doch an. Ja gut, Matt ist doch auch Schwein, also das... Jo. Gibt's auch, aber bei Schweinen musst du halt mehr aufpassen wegen Salmonellen und so weiter. Warum überhaupt? Ich weiß es nicht, aber Schwein ist damals ist nicht nur wegen Salmonellen, sondern auch noch wegen anderen Krankheiten, mit denen die belastet sind, kommt hauptsächlich. Das hat ein Kollege mir erklärt. Schweine werden mit Antibiotika gezüchtet, damit nicht so krank werden. Dadurch entstehen diese typischen Krankenhausviren, die resistenten Keime, die gegen alles resistent sind, hat man dann auch als Viehbauer diese Keime in sich, weil man die Schweine spritzt mit Antibiotika ohne Ende und dadurch kann dann das Schwein mit den Erregern belastet sein. Das Fleisch darf trotzdem verkauft werden, weil es ja beim Braten unschädlich wird. Ach so. Hauptsächlich wegen der Überzüchtung, weil das Schwein durch die Überzüchtung ein schwächeres Immunsystem hat, deswegen werden die ohne Ende mit Antibiotika gespritzt. Boah. Das ist der Grund, weshalb man Schwein braten sollte. Bei Kuh ist es nicht so. Bei Rindern. Die werden nicht mit Antibiotika behandelt. Hätte gedacht, das macht keinen großen Unterschied. Also. Naja. Ich kenne mich auch nicht aus. Nur dass du sagst, glaube ich dir das. Oh, ich find's toll, hier zu Hause zu sein. Ich bin seit gestern zu Hause. Das ist ganz toll. Bei Schweinen geht die Schweinerei erst richtig los, ne? Jo. So, eine Truhe fehlt noch und dann dieser Gang nach rechts. Und ich weiß noch nicht, wie ich da hinkommen soll.
Ich habe mich ziemlich einsam gefühlt im Krankenhaus, weil ich so die jüngste Person auf der Intensivstation war. Voll genial. Kannst du echt drauf verzichten, Intensivstation. Kannst du generell, ob du jung bist oder nicht. Dachte, Intensivstation ist immer scheiße. Ich dachte, das Essen auf einer Normalstation schmeckt schon fad, ne? Das auf der Intensivstation. Ich habe dann Nudeln Bolognese bekommen. Die Nudeln waren nicht gesalzen. Die Bolognese schmeckte nach rohe Tomate. Da dachte ich auch so, joa. Wenn Fahrt ein Begriff wäre, ne? Das hier ist Fahrt. Ja, das. Aber man muss an der Stelle natürlich auch sagen, das ist. Die dürfen das auch nicht so überwürzen. Das hat ja auch. Gar nicht gewürzt. Das hat doch nichts mit den Nudeln. Ja, das hat aber Gründe. Weil das muss ja verträglich sein für alle. Das ist halt ein bisschen doof, aber es geht leider nicht anders, ne? Apropos Essen, ich hole mir nochmal was zu essen. Die Nudeln hatten ja noch nicht mal mehr Konsistenz. Die waren durchgekocht. Jetzt Nudeln. Wobei, also. Aber lieber schlechtes Essen als gar kein Essen. Ich wollte es gerade sagen, und ich hab ja auch schon Leute im Krankenhaus besucht, habe teilweise da sogar mitessen können. Und das Ding ist einfach, in dem Moment, in dem du selber halt im Krankenhaus bist, geht es dir ja auch meistens nicht so gut, würde ich jetzt mal behaupten. Ja. Und wenn es einem nicht so gut geht, dann hat man auch nicht so den Appetit, sage ich mal. Dann kommt einem das Essen auch einfach nicht so lecker vor. Ich meine, natürlich, so alles, was du zu Hause hast, würde dir natürlich besser schmecken, ist klar. Aber. Naja. Ist wie es ist. Ich fand das sehr genial, wie auf die Thrombose. Also, wie ich die Thrombose gemerkt habe. Also, die merkst du nicht, Thrombosen? Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht so richtig, was das nochmal war. Ich weiß nur, dass das irgendwie vom langen Liegen kommen kann, zum Beispiel. Das sind dann Beinthrombosen zum Beispiel. Das sind Verstopfungen der Arterie. Das passiert zum Beispiel bei älteren Leuten, die nicht mehr so viel unterwegs sind. Die müssen dann diese Thrombosenstrümpfe tragen, um die Durchblutung zu fördern in den Beinen. Ich hatte eine leichte Hirnthrombose durch die Impfe. Ist daher aufgefallen, ich war auf der Arbeit und lag dann ohnmächtig in der Grube und bin dann im Krankenhaus wach geworden. Top. Aber das war doch diese Hirnthrombosen, das ist doch das, was super selten mal vorgekommen ist. Ja, und beim Johnson-Impfstoff, ich habe ja mit Johnson geimpft, da ist die Gefahr ein bisschen höher als bei den anderen Impfstoffen. Ja, und bei mir hat es auch voll reingekillt, weil der Impfstoff ja die Gerinnung irgendwie stört und so weiter, dann denkt sich das Blut, ja, ich habe hier zwar keinen Sauerstoff, aber ich gerinn mal freudig vor mich hin. Kannst du voll drauf verzichten. Ah, soweit habe ich es ja überlebt, unbeschadet. Keine Schäden vongetragen, das ist super. Ja, das ist ja schon mal gut, ja. Ja. Schon krass, ne? Denn so. Sonst eigentlich total gesund und dann sowas, ne? Das ja, ich bin zeigt ja kein wieder, du kannst nie ja sicher sein. Ja. Ne, das. Ich war ja dann erst im Krankenhaus auf einer Normalstation, weil sie das mit der Thrombose wohl schnell in den Griff bekommen haben. Und dann haben sie mich auf die Intensivstation gepackt, wo sie dann gemerkt haben, ach ja, der Zustand verschlechtert sich ja. Ja, wurde festgestellt, Lungenentzündung. Weil richtig passend zu den Auswirkungen der Impfung noch schön mit mir die Grippe geholt, dieses Influenza-Zeugs, aber diesmal die richtige Grippe. Ey, da fühlst du dich so erledigt und gerädert. Das kann ich verstehen, ja. Auch jetzt gerade aufstehen ist für mich so, och nee, muss ich mich jetzt bewegen? Ja, aber dann, du hast ja jetzt zum Glück auch die Zeit, die du jetzt krankgeschrieben bist, dann erhol dich doch in der Zeit auch. Ja. Aber es stimmt, ich wollte es ja nie glauben, dass Influenza einen so aus dem Leben nimmt. Ja, es ist so. Es gibt ja viele Hochleistungssportler, die können ja nach jahrelang keinen Sport mehr machen. Jetzt weiß ich wieso. Deswegen gibt es ja auch so viele, die immer gesagt haben, ja, Corona ist doch nur wie eine Grippe. Das Ding ist halt auch einfach, mit so einer Grippe ist halt auch schon nicht zu spaßen, weil das haut halt auch gesunde Leute um. Ja, das habe ich gemerkt. Das hat mich ja völlig rausgehauen aus dem Leben, aber so richtig. Das war wie so ein Autounfall. Das ist heftig. Von jetzt auf gleich bist du weg.
Fee 15. Perfekt. Zu meinem eigenen Schutz bin ich ja so gesehen in Isolationshaft zu Hause. Isolationshaft? Ja, so ungefähr. Quarantäne oder? Verlassen. Ja, jetzt nicht wegen Corona, sondern zum Selbstschutz für mich. Weil aktuell kursiert ja auch wieder so ein neues Virus und ich soll nur dann das Haus verlassen, wenn es nötig ist. Weil würde ich jetzt in diesem Zustand Corona kriegen mit seinen vollen Ausmaßen, dann bin ich wieder im Krankenhaus. Dann könnte es sein, dass ich es nicht schaffen könnte, meinte der Arzt. Oh. Kannst du ja, das ist eine super Mischung, Corona und dann noch Influenza. Pff, tödlich, tödlich. Ich glaube, die Welt will uns damit was sagen. So. Also, fürs Let's Play, ich werde hier gleich, ich werde jetzt nochmal die Feen wegbringen und dann werde ich wieder einen Snapshot machen, sozusagen, von dem Safe Game. Weil ich, ich meine so, dass grundsätzlich, wir könnten jetzt auch noch den Boss machen, aber es wird mir eventuell auch ein bisschen zu spät. Deswegen, machen wir beim nächsten Mal einfach an der Stelle weiter, wir machen noch den Boss fertig. Und dann können wir uns beim nächsten Mal ganz ruhig um den Boss kümmern und dann fangen wir sowieso an, die ganzen Masken und Herzteile einzusammeln. Und dann werden wir jetzt nochmal eben schnell zur Feenquelle rennen. Große Belohnung abholen, wo auch immer die nochmal war. Das war, glaube ich, eine von diesen Nebengebäude hier. Ach so, ist ja neuer Tag. Jetzt können wir ja mit denen mal reden, die hier draußen rumlaufen. Bring ihn! Geht er da drin? Unser Freund, bring ihn! Bring ihn! Oh, ich glaube, hier ist die Feenquelle gewesen. Ah, hier, guck mal, da ist er doch. Ich glaube, die letzte, die man kriegt, das ist auch so ein super unnützes, riesen-mega-Feenschwert, was ein Zweihänder ist, was man eigentlich nie im Spiel benutzt, weil es einfach nur mega unpraktisch ist. Aber es ist stark. Große Fee der Güte. Ja, das Feenschwert, genau. Rüstet man hier aus. Gott, hätte gar kein Rückgrat. Weil es erstaunlich flink ist, muss ich sagen. Das habe ich träger in Erinnerung. Aber du kannst halt nur schwingen, du kannst halt diese Sprungangriffe zum Beispiel, das kannst du damit nicht machen. Naja, egal. So, ich glaube, das brauchst du auch nicht. Immerhin, das Schwert ist dreimal so groß wie Link. Ja, das ist riesig, ne? So, dass er das überhaupt schwingen kann. Und ja, das ist ja das Feenschwert. Das ist ein ganz besonderes Material. Deswegen ist er sehr, sehr leicht. Das sollte es auch sein. Es ist magisch, deswegen wiegt es nichts. Also, ich glaube, wenn du ein Schwert schwingen müsstest, was dreimal so groß ist wie du, ich glaube, du kriegst gar nicht hin. Wahrscheinlich nicht. So mit oben. Nee, aber das ist magisch, deswegen wiegt es nicht. Das ist so ein Running Gag aus Pathfinder. Also, das ist ja so ein Pen-and-Paper-Rollenspiel. Und da ist das immer so, wenn halt Gegenstände magisch sind, dann wiegen sie in der Regel nichts. Also, die nehmen dir quasi keinen Platz in deiner Tasche weg, wenn man so möchte. Du kannst ja nur ein begrenztes Gewicht mitnehmen. Damit du halt so Relikte und so immer mitschleppen kannst, deswegen
wiegen die Dinger halt nichts. Gut, dann werden wir jetzt an der Stelle einmal einen Snapshot machen. Jetzt, ich glaube, es ist im Spielstand speichern. Genau. Zweimal, einfach um sicher zu gehen. So, dann hoffe ich, dass das alles hingehauen hat. Dann machen wir jetzt an der Stelle Feierabend. So, dann danke ich allen, die zugeschaut haben, die mitgechattet haben, diese tollen neuen Features von Twitch ausgenutzt haben. Genau, alle Subs haben tolle neue Emojis bekommen, powered by Rio O'Connor. Sind ziemlich cool. Genau, es gibt sogar Telegram-Sticker. Wir starten voll durch hier gerade. Genau, und also nutzt diese tollen neuen Funktionen. Auch so kann ich schon mal sagen, bei Hangouts zählt das meiste davon logischerweise nicht, aber so für die Let's Plays ist das ziemlich geil. Gut, dann nochmal danke an alle und auch die, die später noch gucken bei YouTube und so. Auch ein liebes Danke an die Leute hier im TeamSpeak. Könnt jetzt gerne auch nochmal kurz winken. Also ich winke, man sieht es nicht, aber man hört es, ich winke. Ist gut. Alles klar. Dann eine wunderschöne gute Nacht. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao, ciao.